Ball da oben rein. Professor Hebbelseger, wir sind hier heute Morgen in der Unisporthalle. Das erste Semester hat gestern schon begonnen in der Makromedia. Die neuen Medienmanager wissen noch gar nicht so genau, glaube ich, was sie hier erwartet. Können Sie ein bisschen mehr dazu erzählen? Ja, das versuche ich gern. Also der Claim des Semesterstarts 2012 ist ins Spiel kommen. Wir wollen das wörtlich nehmen, also ins Spiel kommen, in diesem Fall am Beispiel Basketball, aber eben auch in Bezug auf den Start ins Studium. Zwei Dinge spielen eine Rolle. Das eine geht darum, dass Studierende untereinander, also die Studienanfänger, untereinander kennenlernen, zudem sich vernetzen mit denjenigen, die schon länger an der Hochschule studieren, um quasi von deren Erfahrungen zu profitieren. Das ist ja häufig immer so ein bisschen wie ein Sprung ins kalte Wasser. Man weiß nicht, was einen erwartet. Es ist auch schwierig, mit den höheren Semestern so ad hoc ins Gespräch zu kommen. Und Sport hat sich hier als Brücke bewährt, diesen Dialog anzubahnen. Das ist sozusagen das übergeordnete Thema. Das fachspezifische Thema, was wir dieses Semester gesetzt haben, ist Transfer. Und zwar werden wir hier, klar, Real-Basketball spielen, das sieht man im Hintergrund. Wir werden uns aber auch mit einer Augmented Reality-Anwendung beschäftigen, die Basketball zum Gegenstand hat und gucken, wie wird reales Spiel adaptiert, wie kommunizieren Medien eigentlich Inhalte, in diesem Fall jetzt einen sportlichen Inhalt, und wie kann man das interpretieren aus Sicht der zukünftigen Studienrichtung, die da lautet Markenkommunikation und Werbung, PR und Kommunikation oder eben auch Sport- und Eventmanagement. Ja, vielen Dank. Klingt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, die Masse der Erstsemester wissen noch gar nicht, was sie hier im Detail erwartet. Wir warten ab. Vielen Dank. Nach dem Aufwärmen wurden die Studenten durch Professor Dr. Hebbelseger in ihre bevorstehenden Aufgaben eingewiesen, denn nicht jedem war im Detail klar, was in den kommenden Stunden auf sie zukam. Und das zum Contest gehörige Basketballspiel mit dem iPad schien für einige Teilnehmer keine große Herausforderung zu sein. Dann entsteht plötzlich auf diesem Marker ein Basketballkorb. Und so wie beim realen Basketballkorb, das ist der Unterschied zum digitalen Spiel. Je nachdem, wie Sie das Ding halten, wo Sie sich hinstellen, haben Sie plötzlich auch einen etwas anderen Winkel zu diesem Korb. Und Sie stellen sich so hin, dass Sie denken, das ist eine ganz gute Wurfposition. Man streicht mit dem Finger rüber und das ist jetzt ein Glücksfall gewesen. Ich habe auch getroffen. Für einige Teilnehmer war das Spielen mit dem iPad sicherlich neu. Aber der Ehrgeiz, Punkte zu sammeln, war nicht zu übersehen. So gut, ne? Oh, ey. Zieh mal länger drüber. Du bist länger schwimmen. Ja, allgemein, wir haben eine ziemlich talentierte Truppe hier, kann man sagen. Ich habe anderes erwartet. Wir haben hier fast nur Mädchen. Ein Junge im Team, da war man anderes erwartet. Der erste Teil war überstanden und die Teams wurden zusammengestellt, die im Realplay gegeneinander zu spielen haben. Eine Herausforderung an alle, da sich die Studenten erst seit einem Tag kannten. Ein gelungener Tag mit Teamgeist ging zu Ende und war Motivation für einen tollen Studienstart. Nee, das war jetzt.